Konami. Bloober Team. Mit der Unreal Engine. So, und damit einen schönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu so einem kleinen, atmosphärischen Horrorspiel. Ja, klein ist gut, ne? Silent Hill, bekanntes Ding. Habe ich nie selbst gespielt. Wir rocken einfach los. Ich freue mich aber irre drauf. Weil man hört ja immer viel Gutes. Und ich finde, es macht, was ich gesehen habe und auch das Original, was ich so kenne, die Atmosphäre halt einfach. Und da habe ich richtig Lust drauf. Und ich mag so eine Spiele halt einfach massiv. Genau. Bei der Kampfherausforderung habe ich gehört, dass leicht voll okay ist. Weil es letztendlich dröscht du bloß länger auf Leute ein. Ich finde das anstrengend, wenn du stundenlang einfach bloß auf diese Leichensäcke rumklopfst und es dadurch nicht schwerer ist, sondern einfach nur anstrengend. Wir lassen es auf Mittel, okay. Rätselherausforderung lassen wir auch auf Standard. Voreinstellung. Maske? Ach, na klar, die gute alte Pizzabox. Haben sie das von mir abgeguckt? Das gibt's ja nicht. Ja, natürlich, aber das sind so Dinge, die braucht man. Und los jetzt. Die Beliebig-Taste. Der Abdruck von seinem Ehering. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Special place. What could she mean? This whole town was our special place.
Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? So, jetzt liegt's an uns. Ja, das bekommst du als Geschichte so. Nehmst du nicht übel, ne? Ich hab's nie gespielt, also ich bin so ein richtiger Anfänger. Wenn ich vieles übersehe oder, ne? Es gibt ja viele richtig harte Fans. Für mich, ich entdecke das zum ersten Mal. Ah, okay. Karte von South Whale. Da unten sind wir. Aussichtsterrasse. Ach, guck mal. Und weil der Tunnel zu ist, müssen wir zu Fuß los. Logischerweise direkt über den Friedhof. Ja, klasse. Da freut man sich doch. Aber ich persönlich mag ja Friedhöfe. Klingt ein bisschen krank, aber die sind immer schön. Schön ruhig. Ist nicht los. Dann frage ich mich mal, ob man hier denn schon so Sachen verpassen kann. We come, ja. Na gut. Ich möchte nochmal kurz in das Häuschen gucken, ob man da nochmal rein kann. Kann man hier einen Blick durch... Durcharschen? Ich hab noch eine Münze bei. Hundertprozentig. Nee, hab ich nicht. Okay. Ach, ganz okay. Huhu. Duster ist ja gar kein Eindruck. Ausdruck. Cool beleuchtet ist es. Ich weiß nicht, ob es eine Situation gibt, wo ich so dringend auf den Schacht muss, dass ich so ein Ding aufsuchen würde. Wenn es so dunkel ist und so aussieht. Okay, na gut. Dann auf zum Wald. Gab es die ganze Sache jetzt nur für Männer oder was? Nee. Bei den Girls ist nur das Schild abgefallen. Wie makaber das schon sein muss, so einen Brief zu kriegen, ne? Nach 3 Jahren. Du bist komplett überzeugt, dass deine Frau tot ist. Und dann heißt es, nee. Komm, wir treffen uns. Erstmal wieder nur aus so einem Kaffee. Ich frage mich, ob er den Ring bei hat. Ich sehe gerade so matschig an, links von mir.
Ah, okay. Oh, it's like someone's groping around my skull. Da sind wir schon. Oder ist da jemand? Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Wir hätten ja auch kurz helfen können. Was, ihr seid ja noch da. Wozu denn die komische Überblende mit dem Nebel? Kann man sie jetzt nochmal ansprechen? Did you want anything else? No, it's just... this fog. Does it seem unsettling to you? Guess. Schätzt sie? Also schon ziemlich dichte Pampe, ja? Da weißt du gar nicht, wo du hinlaufen kannst und wo nicht so richtig. Krass, der steht so ja teilweise unter Wasser. The Ranch von Silent Hill kommt als nächstes auf unserem Reiseplan. Warum soll ich meine Hände benutzen, wenn ich Schultern habe?
Ich mag ja Mais, aber der hier ist, unheimlich. Oh, Dodge mit. Mit Leertaste. Ich weiß gar nicht, wie man was. Ich glaube, das würde mir angezeigt werden, oder? Ob man irgendwo Dinge überwinden kann. Ich glaube, ich habe das ausgestellt, aber ich habe fast das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt zum ersten Mal spiele, dass ich vielleicht doch anmachen sollte. Wird da klar durch die Karte, ob man hier rauf kann? Ach so, okay. Ich bin quasi schon Eindringling. Autoservice and Tires. Guck mal, hier ist ein Aushang. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Okay, warum sollte man das hier so aushängen? Das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es gestern gewesen ist. Oder heute. Hello. Anyone in here? Du sei. Ach so. Ah, okay. Juhu, juhu. Aber so richtig mit umdrehen ist irgendwie nicht, ne? Alter, muss ich hier rudern. Schlüsselobjekte. Ein Schlüssel, den du in der Werkstatt Best Auto Parts gefunden hast. Achso, dann kommt wieder die Aktion. Okay. Ja, aber für was? Die Bude ist ja schon offen. Achso. Der Rätsel konnte ich schon mal lösen.
Hallo? Es könnte auch ein super Walking Simulator sein. Wenn wir gleich mal austesten, ob wir unendlich rennen können. The Roadrunner. Hier geht's auch nicht lang, oder? Also breit sind wir eigentlich nicht, aber das Spiel sagt nein. Ach, neuen Kartenabschnitt. Wow. Was haben wir denn hier? Groovy Music. Big J's, Cafe America. Restaurant Gonzales liegt am nächsten dran. Ich, so wie es aussieht, gehe ich davon aus, dass das, was bezeichnet ist, begehbar ist und der Rest vermutlich... Ja, vermutlich nicht, wär doof, oder? Blumenladen. Ja, soll jetzt begehbar sein, habe ich gehört. Und offenbar da auch, guck mal. Tatsache. Zimmerpflanzen sind gepflegt wie meine. Was haben wir denn hier? Let's read. Cassandra. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Das bringt Unglück, zwei gemischte. Liegt jetzt an den Farben direkt, oder? Einfach Blumensorten zu mischen. Wenn meine Floristin noch nie gesagt. Kann ich nächstes Mal drauf ansprechen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier denn so Sammelkram-Sachen, die man jetzt... um die man sich kümmern müsste? War das eine Schabe? Die war riesig. Hier ist er knapp geworden. Die Toilettenpause. What is this? Ja, du. Bin mir auch noch nicht sicher. Könnte das Frühstück sein? Hm.
Aber dann geht die Spur nicht weiter. Macht das jetzt Sinn, einfach drauf loszustapfen? Ich meine, so eine richtige, einen richtigen Hinweis haben wir ja noch nicht. Was ist das denn? Vor allem mit diesem Plan abgehangen. Dass man noch nicht durchgucken kann. Ah, okay. Und links von uns ist hier González, eh? Dann ist da der González. Aber zu. Vielleicht gibt es einen alternativen Weg rein. Hey, wait. Oh, ich glaube nicht, dass du willst, dass das wartet. More of that stuff. Ist einfach alles zu. Ah, okay, ich dachte, wir können der Nebenstraße folgen, aber das geht auch nicht. Also wir werden auf jeden Fall gezielt geleitet. Oh, das sieht auch so aus, als ob man da reingehen sollte. Ich für mich angezogen. Kann ich ducken oder sowas? Schleichen geht, glaube ich, auch nicht. Oh, hört ihr das? Er ist schon so ein bisschen versetzt in den... Pass mal lieber auf den Modus. Wenn hier irgendwie über den Zaun gucken. Hello? Oh.
ja vielleicht jetzt schon. Guck mal hier. Oh, guck mal. Ein Hammer. Ist doch schon mal schön. Oder so eine alte eine Rohrzange. Da geht doch was. Die hinterlassen so leichte Räude überall. Natürlich. Mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennzeichnen Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Finde ich schade, dass Spiele das heutzutage machen. Man ist da so krass verwöhnt mittlerweile. Ich würde sowas nie tun. Also zumindest nicht, wie die Leute in Spielen das immer machen. So mit dem Kopf zuerst und gar nicht erstmal gucken, irgendwie grob gleich rein, dass dir gleich einer auf den Schädel treten kann. Oh. Was hat. Achso, das ist eingestürzt. Richtig. Oh, Schubladen. Leere Schubladen. Was haben wir hier? Nutrition Supplement. Der Gesundheitsdrink. Reflektiert er was? Okay, erstmal ab in die Tasche. Cookies. So. Ne, sah nur so aus. Sorry. Oh, ihr könnt ja hinter jeder Ecke. Oh. Mhm. Ist zu. Keine Hände. Und hat einen anderen Grund. Stay back. Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. Soll ich uns das mal ein bisschen heller einstellen? Ich habe auf jeden Fall richtig auf die Fresse gekriegt. Der rote Bildschirmrand, der ist klassisch für, liefert sich ja nicht mal so richtig gut. Oh nee. Oh, mit sowas kann ich gar nicht um. Benutzen. Okay.
Wenn du so im Inventar als Computerspieler keine Maus benutzen kannst. Oh, guck mal. Oh, die sieht echt so aus, als ob man die... Naja. Injektionen. Verpufft. Also Injektionen sind, glaube ich, dazu da, um komplett zu heilen. Sollte unser Name sein, oder? Ah, okay. Nellies. Okay, Nellies Bar, ja, ja. Aber so richtig mit Drehen ist jetzt nicht. Wupp, wupp, wupp. Informationen zu prüfen. Ach, da. Warum ist, Gonzales jetzt X'd? Hat das versaut? Weil es keinen Rückweg mehr gibt? Das wäre jetzt scheiße. Oh, sorry. Speichern. Haben Sie was im Auto, Sir? Muss Ihre Scheiben prüfen. You know your Ecke.
unten wandert was. Ah, der Backshop sieht jetzt auch nicht so aus, als ob hier noch was geht. Verflucht. Oh, Kacke. Oh, Digga, wo bist du? Ist nur Hilfe. Ist echt schwer zu erkennen, ob da was drin ist oder nicht. Das auch hingenommen ohne einen Ton, ne? Dass wir jetzt hier schon zwei komisch deformierte Fleischsäcke verprügelt haben. Hört bewegen. Beleg. Oh. Alter, ich sehe ihn gerade so. Was macht er da? Lebt er noch? Ich sehe ja nichts. Ah. Ey, das ist ja nicht. Entweder muss ich das heller machen, oder er entscheidet sich hier irgendwie mal Licht zu finden. Muss der Sache mal nachreden. Ja, ist besser, ne? Ich hab ein bisschen Angst, dass es draußen noch zu hell ist, aber hier drin geht's ja gar nicht. Guck mal, hier ist noch ein Drink. Nicht rein. Was mache ich mit der Münze? Denn noch mehr mit der Kasse machen, ne? Okay, vielleicht brauchen wir die anderswo. Mehr angenehmer als die anderen Viecher. Komm rein, Junge.
Komm schon. Alter, gib ihn. So ist besser. Tu Dinge damit. Kann er mit meiner Münche die Waschmaschine anstellen. Super strong, super clean. Deluxe automatic washers. Wash away the stains of yesterday. Finde ich gut. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man noch Gadgets bekommt. Ich will mir jetzt einfach nicht nur jetzt den blutigen Haufen angucken. Zoom ist ohne. Vielleicht fehlt ja noch irgendwas, ne? Oh, hier geht's ja auch rein. Silent Hill. Im März 65 wurde Silent Hill von der Gesellschaft für paranormale Forschung in Maine besucht. Nach gründlicher Untersuchung kam ein Team von erfahrenen Wünschelroutengängern zu dem Schluss, dass das Gebiet um die historische Kohlengrube Wilse hochaktiv sei. Die Gesellschaft hoffte auf weitere Untersuchungen und Expeditionen in der Grube. Es kam jedoch nicht dazu. Dann bald darauf wurde Silent Hill vom örtlichen Geschichtsverein zum historischen Naturschutzgebiet erklärt. Außerdem stieß die Idee auf den Widerstand der Gemeinde. Die argumentierte, die Forschung der Gesellschaft würde dem Tourismus in der Region schaden. Wer die Glaubwürdigkeit unserer Forschung in Frage stellt und sich hinter Tagestourismus versteckt, der will uns nur daran hindern, die Wahrheit zu erfahren, kommentierte ein Mitglied der Gesellschaft. Leider war keiner der örtlichen Vertreter für eine Stellungnahme bereit. Anmerkungen der Redaktion. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen keine Beweise für die Glaubwürdigkeit der... Habe ich noch nie gesehen, dieses Wort. Okay. Oder der Wirksamkeit von Wünschelrouten vor. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht die Ansichten des Autors wider. Das muss ich erstmal googeln, das Wort. Das habe ich noch nie gesehen. Und ich bin nicht so richtig neu auf dem Planeten. Mhm. Für hochaktiv. Ah, fuck. Ich glaube, den können wir auch nicht ewig ausweichen, ne? Weiß ja nicht, was die für eine Toleranzgrenze haben, so. Ich stehe doch nur still. Aber er hat so ein bisschen Bock auf uns, ne? Oh, das geht. Oh, fuck. Wow.
Die müssen bluten, sonst sieht euch hier nicht erst tot an. Ich hab jetzt Angst gehabt, dass er von draußen reinkommt. Also dieses Klacken im Radio zeigt ja eindeutig an, dass immer irgendwas in der Nähe ist. Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, wartet nur darauf, herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Notiz von Big J. Na gut. Muss mich jetzt nicht zwingend mit dem draußen anlegen. Na, kann er weiter rumtanzen. Na gut, Leute, ich glaube, wir machen eine Pause. Ich gönne mir hier einen schönen ranzigen alten Kaffee. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill wieder. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich denke mal, Schwung werden wir später noch genug bekommen. Aber so atmosphärisch holt es mich schon mal ab. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal.